was in der letzten Folge The Last of Us geschah. Sam! Gott sei Dank! Wir müssen schnell weiter! Durchgang, da drüben! Ach, los! Los, los! Oh. Frische Luft. Sind wir da? Oh, wollt ihr mich verarschen? Danke für die Warnung auf der anderen Seite. Hallo und herzlich willkommen zurück zu The Last of Us. Ja, wir haben es jetzt hier in der letzten Folge mit einer dramatischen Aktion aus diesem Gebäude geschafft. Und wie schön es ist, denn auf der anderen Seite steht Warning, Infected Inside, Do Not Open. Ja. Dankeschön. Danke, dass es auch an der anderen Tür stand. Dann wären wir da ja nicht reingegangen. Aber okay. Wir nehmen das jetzt einfach mal so hin. Wir haben ja überlebt nach mehreren Versuchen. Und es geht jetzt auf jeden Fall weiter. Dann schauen wir mal, dass wir den Weg hier gewuppt kriegen. Hey, seht mal da. Tja, was habe ich gesagt? Eine Ölstation. Mal sehen, wie wir hinkommen. Oder ein Funkturm. Gut, wir wollen zum Funkturm. Und du, wie kommst du zurecht? Ja, das frage ich mich auch. Alles wie immer, oder? Als ich bei Henry war, habe ich selbst ein paar Infizierte erledigt. Du wärst stolz. Ja. Wir sind stolz, auf jeden Fall. Hier ist so eine schöne Gasse. Ich denke, hier gehen wir doch einfach mal durch und schauen mal. Alles friedlich? Wunderbar. Hoch oder runter? Gehen wir erstmal hoch. Wir müssen bestimmt runter. Was steht da? I am armed, no trespassion. With shoot. Oh, was? Das kann ich gar nicht lesen. Boah, ich glaube, ich brauche eine Brille. The shoot or sign oder irgendwie sowas steht da. Das sieht ja alles super aus hier. Da kommen wir schon mal nicht rein. Aber hier kommen wir rein. Ich war erst 5, als der Cordyceps kam. Ich weiß aus der Zeit nicht. Oh Mist, da sind wir auch schon voll mit Sprengpulver. Ich weiß noch, dass wir in so einem Viertel wohnen. Was weißt du noch? Oh, Barbecue. Meine Eltern gaben gern große Grillpartys. Da war mächtig was los. Okay, wir haben alles eingesammelt. Komisch. Und schwelgen ein bisschen in Erinnerung. Oh, Grillparty. Das klingt eigentlich ganz witzig. Lasst uns zur Grillparty. Wir suchen die Grillparty. Klasse. Okay. Da sind Koffer. Wieso machen wir nicht die ganzen Koffer auf? Da ist bestimmt was Nützliches drin. Ein Hund? Hä? Hund? Hündchen! Bist du ein guter Hund oder ein böser Hund? Also durch Resident Evil bin ich ja schon so ein bisschen vorbelastet. Dass Hunde böse sind. Wir wollen nette Leute. Die erste Zeit nach dem Ausbruch wurde viel geplündert. Alle wurden paranoid. Erinnerst du dich daran, Joel? Alle verbarrikadierten sich in den Häusern. Dann gingen die Vorräte zur Neige. Das hat gezeigt, wozu die Leute in der Lage sind. Okay, hier kommen wir nicht lang. Da müssen wir tatsächlich dort unten hin. Schade, aber das Hundegebell kam von da. Oder ich täusche mich jetzt total. Hunde. Halte dich lieber von ihnen fern. Ich sehe noch keine Hunde. In der Zone. Die sind wild. Ach, da. Was ist das? Oh, das ist ein Eiswagen. Ein Eiswagen? Ja, Henry hat mir das erzählt. Sie haben dort Eis verkauft. Was? Niemals. Joel? Das stimmt. Der Wagen fuhr herum und spielte laute, schrille Musik. Die Kinder kamen und kauften sich Eis. Du verarschst mich doch gerade. Hm, ehrlich. Ja, na klar. Oh, hier ist eine Werkbank. Cool. Gucken wir mal, was wir verbessern können. So. Wir müssten vielleicht auch mal den Bogen verbessern. Weil da habe ich ja ganz gute Erfahrungen jetzt gemacht, obwohl ich gar nicht weiß, ob ich genug Pfeile habe. Aber mir wäre das schon ganz wichtig, dass da ein bisschen was dran getan wird.
Nachladetempo, ja, wäre auch nicht schlecht, 177, auf jeden Fall die Reichweite bitte einmal. Zack. Und ja, Nachladetempo, Zielgeschwindigkeit ermöglicht das schnellere Zielen der Waffe. Machen wir auch mal. Wie gesagt, ich habe den Bogen eigentlich... Ach komm, wir machen alles vom Bogen einmal. Ich habe den Bogen eigentlich ganz lieb gewonnen. Und die Schrotflinte, die habe ich ja sowieso sehr, sehr gerne. Rückstoß. Ach, den fand ich jetzt eigentlich gar nicht mal so schlimm. Ja, gut. Das Magazinkapazität wäre schon wichtig. Ja, komm. Machen wir. Schussfolge ermöglicht dir, die Waffe schneller abzufeuern. Wäre auch nicht schlecht. Ich hätte gerne Stärke oder sowas. Jagdgewehr bin ich nicht ganz so der Freund. Shorty, Oder den einfachen Revolver. Was haben wir denn eigentlich ausgerüstet? Ich muss gerade mal gucken. Das sieht gut aus. Das wissen wir noch nicht, ob das gut aussieht. Das ist Shorty und das ist der normale Revolver, glaube ich. Hier müsste es doch ganz gut gehen. Da geht's auf jeden Fall gut. Denn müssten wir Schussfolge... Nachladetempo finde ich eigentlich gar nicht so wichtig bei den allen. Magazinkapazität könnten wir höchstens, das geht hier nicht. Damit, weil wir haben ja schon so einiges liegen gelassen an Munition. Ja, komm. Das kostet nur 15, machen wir. Okay, das reicht jetzt aber erstmal. Das ist nicht schlecht. Genau, das ist nicht schlecht. Ein Pfeil haben wir noch. Wir müssen unbedingt irgendwo Pfeile herbekommen. Aber wo bekommen wir Pfeile her? Eine gute Frage. Jetzt haben wir das so schön ausgerüstet, also verbessert. Jetzt brauchen wir noch neue Pfeile. Oder könnte man die nicht craften vielleicht oder so? Nee. Oh, ich könnte das machen. Oder ein Money. Money oder das? Money oder das? Na, ich glaube, das ist schon ein bisschen wichtiger. Und dann können wir immer noch einen Molly machen. Cool. Alles klar. Damit haben wir ja auch drei Mollys. Damit bin ich wieder voll ausgerüstet. Hallo? Nein! Unterstehe dich jetzt, ein Molly zu werfen. Also wirklich. Ja, nehmen wir alles mit. Natürlich. Ich möchte auch die Hunde gerne gleich anschauen beim Spielen. Da geht's doch bestimmt dann weiter. Na genau, plündern mal ein bisschen. Aber wie wir festgestellt haben, es wurde ja schon alles geplündert. Außer die Zahnräder hier, die haben sie vergessen. Da haben sie noch nicht geahnt, dass man daraus MacGyver-mäßig was craften kann. Was ist? Was hast du gesagt? Hast du überhaupt was gesagt? Ich glaube, ich habe schon Halluzinationen. Aber ich denke auch, dass es hier sicher ist. Hier müssen wir uns keine Sorgen machen, dass irgendein Infizierter oder sowas kommt. Die Notiz lesen wir uns nochmal durch. Oh Gott. Ein bisschen gekrakelt geschrieben. Kara, du bist der Mann im Haus. Solange ich da bin, pass auf deinen Bruder auf. Er will jetzt von dir beschützt werden. Ich werde nur ein paar Tage fort sein, um Essen und Vorräte zu sammeln. Sollte ich aus irgendeinem Grund nach einer Woche nicht zurück sein, nimm deinen Bruder mit in die Quarantänestation von Pittsburgh. Öffne niemanden außer mir die Tür. Spart eure Kugeln. Wenn ihr fortgehen müsst, bewegt euch unauffällig und schnell. Setze deine Größe zu deinem Vorteil ein. Bis bald, Dad. Okay, daraus schließe ich. Entweder ist Dad nicht wiedergekommen oder die konnten gar nicht erst diese Notiz hier lesen. Wer weiß? Ich weiß es nicht. Ah, hier. Munition. Ah, Munition. Sehr schön. Hier gibt es doch bestimmt noch Wasser. Ein bisschen baden wäre auch schön. Okay, da möchte ich nicht unbedingt drin baden. Das sieht nicht so schön aus. Da denkt man gar nicht so dran, wie eine Welt oder auch so ein einfaches Haus aussehen könnte, wenn kein Mensch mit drin wohnt. Wenn einfach gar nichts gemacht wird, dann verwahrlost irgendwann alles von selber. Wir haben kein Spiegelbild. Wir sind ein Vampir. Oh mein Gott. Oh, ich glaube, heute geht auch ein bisschen die Fantasie schon wieder mit mir durch. Liegt vielleicht daran, dass es gerade ein bisschen früh ist bei mir. Okay, so früh nicht. Aber ich habe gesagt, Urlaub immer noch, wie ich in ganz vielen Let's Plays schon gesagt habe. Und ich würde gerne darüber. Schade, es geht nicht. Okay, da sind die Hundis. Alles klar.
Dann gibt es hier im Obergeschoss nichts mehr zu sehen und wir können wieder runtergehen. Oh, du sahst gerade ein bisschen bedrohlich aus, so. Was ist denn hier mit den... Genau. Oh oh. Ich ahne Schlimmes. Bist du okay? Ja. Die verdammte Decke kommt runter. Pass auf. Pass auf, aber ich schick dich erstmal hoch. Wo hält sie sich denn fest? Da ist doch gar nichts zum Festhalten. Ach, jetzt, okay. Und was gibt's da? Und was gefunden? Und bitte. Ein Buch. Dankeschön. Lesen. Nahkampfhandbuch Band 2. Verbesserte Haltbarkeit von Klingenwerkzeugen. Die Lebensdauer eines Klingenwerkzeuges wird nicht nur durch dessen inhärente Haltbarkeit, sondern zum gleichen Teil auch von den Fähigkeiten des Benutzers bestimmt. Interessant. Grundsätzlich sollte das Werkzeug bei einem weichesten Teil des Ziels angewendet werden. Ja, das wissen wir doch. Genau. Hackerboom einfach durch. Umdrehen. Nahkampftechniken und Selbstverteidigung. Sehr schön, dass wir diese Bücher sammeln. Okay, und wir können wieder runter. Jetzt haben wir wirklich alles gefunden. Okay, Leute. Ich würde sagen, es geht weiter. Genug verschnauft. Obwohl, wir könnten auch nochmal darüber laufen, bevor wir zu den Hunden gehen. Hier nochmal alles looten. Weil mittlerweile wissen wir ja, wir brauchen diesen Loot unbedingt. Oder war ich da schon? Ich muss gerade mal schauen. Hier hoch. Oder kommen wir von hier? Ich bin mir gerade total nicht sicher. Nein, hier war ich nicht. Ah, sehr schön. Hier hat jemand Wäsche gemacht und noch ein paar Sachen vergessen. Die können wir einsammeln. Hier sieht es aber schon ein bisschen gefährlicher aus. Irgendwie habe ich das Gefühl. Ich könnte mich auch täuschen, dass hier wirklich alles richtig schön verlassen ist. Oh, voll. Verdammt. Können wir irgendwas machen? Da haben wir nur 40, das ist ja gar nichts. Lauschdistanz. Fertigungszeit. Heiltempo. Das wäre mal ganz cool. Das mache ich mal. Das hat uns ja... Würde uns wahrscheinlich schon so manchmal retten. Heftig, ja? Oh ja. Absolut. Rauchbombe, das benutze ich eigentlich nicht. Oh, ja, setzt euch erstmal. Meine Freundin, Marlene, wollte, dass er mich zu den Fireflies bringt. Ja, und jetzt. Nicht weiter? Ja, genau. Wir sind hier voll mit Einsammeln beschäftigt. Eine weitere Nacht in und weitere Schießereien. Ich kann das gedämpfte Aufleuchten aus den Fenstern der Carsons erkennen. Ich habe die ganze Nacht wach mit der ganzen Familie in einen Raum verbracht. Ich denke, dass niemand schlafen konnte. Es ist nur eine Frage der Zeit, bis die Plünderer in unser Haus einbrechen. Wir müssen weg von hier. Dieser dünne Mann hat uns wieder besucht. Er hat uns weitere Kugeln gegen Essen verkauft. Er hat uns angeboten, zu ihm in sein Versteck zu ziehen. Er sagt, es sei sicher und noch wichtiger, versteckt. Leicht zu verteidigen, das hat er gesagt. Er sagt, er vertraut nur mir, weil ich Kinder habe. Okay, können wir noch scrollen? Nee, das war's schon. Na, das war keine gute Idee, oder? Das weiß ich nicht. Ja, das ist natürlich in solchen Zeiten, stelle ich mir das echt schwierig vor, wirklich die richtigen rauszupicken, die echt helfen wollen. Oder halt die, die echt nur eigentlich an sich denken und, ja... halt eigentlich doch nur Böses wollen. Oh nein, ich bin voll. Verdammt. Hätten wir das nur verbessert. Und wie gesagt, ich bin eh kein Fan von den Jagdgewehr. Obwohl ich das vielleicht sein sollte, weil wenn jetzt hier schon so viele Kugeln da sind. Hat hier nicht noch was geblitzert gerade? Ah. Das hätte ich ja fast übersehen. Da blitzert auch noch was. Alles mitnehmen. Zack, sobald wir voll sind mit Loot, brauchen wir auch nichts mehr anschauen. Ja, du findest doch sowieso nichts. Okay, konnte man... Nee.
Gehen wir nochmal zum nächsten. Einmal hier. Ach, hier waren wir, genau. Hier sind wir stehen geblieben. Das Loch, das kenne ich doch. Na, geh weg da. Lass mich durch. Unten, auf der anderen Seite, kann man da hin. Sind wir hier, da sind wir zwischendurch gegangen. Okay. Ich würde sagen, es wird ernst. Ach, wir können da gar nicht runterspringen. So, oh, hab ich mich gerade ein bisschen erschrocken, als er gestolpert ist. Okay. Jetzt geht es wirklich weiter zu den Hunden. Kommt ihr? Nee. Ach doch, da. Ellie kommt. Und die anderen. Ja, die brauchen ein bisschen, okay. Sind sie jetzt weg? Jetzt sind die Hunde tatsächlich weggelaufen. Und hier in dieses Haus kommt man nicht rein. Da waren wir schon, oder? Waren wir in diesem Haus schon? Nee, hier waren wir noch gar nicht. Oh, da liegt noch ein Büchlein? Nee, Munition! Haha! Das bedeutet aber, wir nähern uns langsam wieder entweder Zombies oder einer Kolonie Menschen, bei der wir uns verteidigen müssen. Only. Das ist ein bisschen schwierig, finde ich, hier die Orientierung... Ab weg da! die Orientierung zu behalten. Weil hier doch immer alles, die Straßen zumindest, leicht gleich aussehen. Aber ich finde es immer schön, wie Joel läuft. Das ist so richtig schön leichtfüßig und toll. Oh, falsche Taste. Hupsa. Wie machen wir denn das jetzt? Da weiß ich immer nicht. Ist das der? Nee. Boah, keine Ahnung, welchen ich jetzt gefunden habe. Also theoretisch... So, das, den haben wir gefunden, müsste es eigentlich der hier sein. Kara, du bist der Mann im Haus. Okay, das kennen wir schon. Der danach? Ich glaube, das... Eine offene Tür mehr war nicht nötig. Einer von uns hat vergessen, die Tür zu schließen und eine Horde dieser Monster ist in unser Lager eingedrungen. Nee, das kennen wir doch schon. Oh, egal. Keine Ahnung. Das nächste lesen wir dann wieder. Oh, das ärgert mich immer, wenn ich das irgendwie versau und dann kann ich nicht rausfinden, welcher der letzte war. Hier ist noch einer. Ah, ein Comic. Warte, warte. Lesen. Savage Starlight. Botenteilchen. Umdrehen, bitte. Der erste Teil von Danielas Nullpunkt-Sprungantrieb war ein Erfolg. Doch der Kontakt zum Testpiloten brach sofort ab. 48 Stunden später kehrte er verwandelt und mit einer Botschaft zurück. Wir sind die Reisenden. So begann die Botschaft. Okay, und wir haben wieder kein Spiegelbild. Sehr beruhigend zu wissen, dass wir kein Spiegelbild haben. Oh, es geht hier noch weiter. Hier gibt es... Es hätte eine Werkbank sein können. Fast so sah es aus. Was ist das denn hier? Nalikan Drops. Okay, oder Halikan? Ist das ein H? Keine Ahnung. Jedenfalls war er Fan davon, wer auch immer hier gewohnt hat. Irgendein Kind. So, können wir es auch lesen jetzt. Und diesmal nicht wegdrücken, bitte. Lesen. Toll. 82136. Das brauchen wir bestimmt noch. Das ist irgendein Code. Umdrehen. Okay, das können wir nur angucken. 82136. 82136, okay. 82136. Gut, zum Glück können wir uns wieder angucken. Hier ist ein schönes... Oh, Pfeile! Pfeile, oh, wie genial. Endlich, endlich ein paar Pfeile. Also Pfeile sind echt ganz schön rar hier, muss ich ja sagen. Da hätte ich sehr gerne noch ein paar mehr. Jetzt habe ich nur 3 Stück insgesamt. Das ist nicht besonders viel. Hey Sam! Vorsichtig. Ja, okay. Doch,
wir können hier hinten rausgehen. Wo war denn das? Okay. Nur werfen? Oh. Ja. Wasch! Ein Naturtalent. Glück! Nein, was nicht? Eines Glück.